Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant la routine quotidienne. Comment parler de votre routine quotidienne facilement en allemand? On commence. Der Tagesablauf. Der Tagesablauf. Der Tagesablauf. La routine quotidienne. La routine quotidienne. An einem normalen Tag klingelt mein Wecker halb sieben. An einem normalen Tag klingelt mein Wecker halb sieben. Un jour normal, mon réveil sonne à 6h30. An einem normalen Tag klingelt mein Wecker halb sieben. Ich stehe auf und dusche ich. Ich stehe auf und dusche ich. Je me lève et je prends ma douche. Je me lève et je prends ma douche. Ich stehe auf und dusche ich. Aufstehen. 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 C'est le verbe soulever. Aufstehen. Soulever. Von 7 Uhr bis halb 8 frühstücke ich. Von 7 Uhr bis halb 8 frühstücke ich. Von 7 Uhr bis halb 8 frühstücke ich. Je prends le petit déjeuner de 7h à 7h30. Von 7 Uhr bis halb 8 frühstücke ich. Mit meinem Mann. Mit meinem Mann. Avec mon mari. Avec mon mari. Mit meinem Mann. Et donc, comme vous voyez, mit, il est toujours suivi par le datif. C'est pourquoi on a écrit meinem et non pas mein. On dit meinem Mann et non pas mein Mann. Parce que mit, il est toujours suivi par le datif. Donc, c'est une préposition qui doit être toujours suivie par le datif. Mit meiner Frau. Mit meiner Frau. Avec ma femme. Avec ma femme. Et aussi, meiner, on dit meiner Frau, avec ER à la fin. Et non pas meiner avec seulement IE. Donc, parce que on a la préposition mit. Et la préposition mit, comme je vous ai déjà parlé, doit être toujours suivie par le datif. Den putze ich mia die Zina. Den putze ich mia die Zina. En français, puis je me brosse les dents. Et comme vous voyez, den a fait l'inversion du sujet. Donc, on doit écrire putze ich. Den putze ich et non pas den ich putze. Parce que den, c'est un adverbe de liaison qui fait l'inversion du sujet. Et il y a une liste des adverbes de liaison qu'on va voir dans le mois prochain. Qui font l'inversion du sujet.
Il y a dem, il y a danach, il y a plusieurs adverbes de liaison qui font l'inversion du sujet. On va voir ça dans le mois prochain. Danach, tia ich mich an. Danach, tia ich mich an. Ensuite, je m'habille. Danach, ziehe ich mich an. Et comme vous voyez aussi, danach, c'est un adverbe de liaison qui fait l'inversion du sujet. On dit ziehe ich et non pas ich ziehe, parce qu'il est précédé par danach. C'est un adverbe de liaison. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Et comme vous voyez, on a la préposition mit est suivie par le datif. On dit mit dem Auto et non pas mit das Auto. On dit mit dem parce que das devient dem parce que on a la préposition mit. Je vais au travail en voiture. Je vais au travail en voiture. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Um 8:30 muss ich auf der Arbeit sein. Um 8:30 muss ich auf der Arbeit sein. Je dois être au travail à 8h30. Um 8:30 muss ich auf der Arbeit sein. Um 13 Uhr habe ich eine halbe Stunde Mittagspause. Um 13 Uhr habe ich eine halbe Stunde Mittagspause. À 13h, j'ai une pause déjeuner d'une demi-heure. Um 13 Uhr habe ich eine halbe Stunde Mittagspause. Um 17 Uhr nachmittags bin ich mit meiner Arbeit fertig. Um 17 Uhr nachmittags bin ich mit meiner Arbeit fertig. À 7h de l'après-midi, je termine mon travail. Um 17 Uhr nachmittags bin ich mit meiner Arbeit fertig. Dann fahre ich nach Hause. Dann fahre ich nach Hause. Ensuite, je rentre chez moi en voiture. Dann fahre ich nach Hause. Sich umziehen. Sich umziehen. Donc, c'est un verbe pronominal. Se changer. Se changer. Zuhause ziehe ich mich zuerst um. Zu Hause ziehe ich mich zuerst um.
Quand je rentre à la maison, je change d'abord mes vêtements. Zu Hause ziehe ich mich zuerst um. Vorbereiten. 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 Préparer. Danach bereite ich das Abendessen vor. Danach bereite ich das Abendessen vor. Puis je prépare le dîner. Puis je prépare le dîner. Danach bereite ich das Abendessen vor. Und dann esse ich mit meiner Frau zu Abend. Und dann esse ich mit meiner Frau zu Abend. Et puis je dîne avec ma femme. Mit meiner Familie. Mit meiner Familie. Avec ma famille. Nach dem Abendessen sehe ich normalerweise die Nachrichten im Fernsehen. Nach dem Abendessen sehe ich normalerweise die Nachrichten im Fernsehen. Après le dîner, je regarde généralement l'actualité à la télévision. Nach dem Abendessen sehe ich normalerweise die Nachrichten im Fernsehen. Einschlafen. 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 S'endormir. S'endormir. Halb elf gehe ich ins Bett und schlafe ein. Halb elf gehe ich ins Bett und schlafe ein. À 10h30, je vais au lit et je m'endors. Halb elf gehe ich ins Bett und schlafe ein. Autre exemple. Nach dem Mittagessen mache ich meine Hausaufgaben. Nach dem Mittagessen mache ich meine Hausaufgaben. Après le déjeuner, je fais mes devoirs. Nach dem Mittagessen mache ich meine Hausaufgaben. Manchmal treffe ich mich nach der Arbeit mit meiner Schwester in der Stadt. Manchmal treffe ich mich nach der Arbeit mit meiner Schwester in der Stadt. Parfois, je rencontre ma sœur en ville après le travail. Parfois, je rencontre ma sœur en ville après le travail. Manchmal treffe ich mich nach der Arbeit mit meiner Schwester in der Stadt. Ich treibe gern Sport. Ich treibe gern Sport. J'aime faire du sport. Ich treibe gern Sport.
Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Je vais faire du shopping. Ich gieße die Pflanzen. Ich gieße die Pflanzen. J'arrose les plantes. Ich gieße die Pflanzen. Ich gieße die Pflanzen. Ich gehe mit meinem Hund spazieren. Ich gehe mit meinem Hund spazieren. Je vais me promener avec mon chien. Je vais me promener avec mon chien. Ich mache einen kurzen Mittagsschlaf. Ich mache einen kurzen Mittagsschlaf. Je fais une petite sieste l'après-midi. Je fais une petite sieste l'après-midi. Ich mache einen kurzen Mittagsschlaf. Merci et au revoir. Bis bald.